So Leute, willkommen zurück beim Pokémon Trading Card Game. Ihr fragt euch jetzt garantiert, warum startet der Wolf hier? Ja, ganz einfach. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass jemand nicht einloggen konnte und weil ich dieses Problem selbst schon hatte, ja. Falls ihr euch nicht einloggen könnt, weil Benutzername oder Passwort falsch ist, ich habe euch die Fläche jetzt ausgeschwärzt, an der Passwort und Nutzername stehen bei mir. Ihr macht diese Haken hier raus. Ich mache es jetzt gleich wieder rein. Dann löscht ihr hier die Felder. Ich mache das jetzt auch gerade mal. Dann dürften sie eigentlich wieder sichtbar sein bei euch. So, jetzt sollten sie eigentlich wieder zu sehen sein. So, und dann müsst ihr hier die Namen komplett neu eintippen. Ich werde das jetzt wieder ausgrauen und dann nachträglich eintragen. So, kleinen Moment. Ja, jetzt habe ich mich dummerweise beim Passwort vertippt, ist mir gerade aufgefallen. Ja. Dumm gelaufen. Falls ihr euch fragt, warum ich das jetzt plötzlich ausgraue alles, ich hatte ja vor einiger Zeit mein Passwort ändern müssen. Na, habe ich mich jetzt wieder vertippt? Weil jemand versucht hat, sich in meinen Account einzuloggen. Was ich nicht ganz so lustig fand. Oder habe ich das hier genommen? Leute, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was für ein Passwort ich habe. Ja, das war's. Ich habe euch die Flächen jetzt dauerhaft grau gelassen. Also, komplett alles löschen, sowohl den Namen als auch die Datei. Vielleicht das Spiel sogar nochmal neu starten, nachdem es nicht gespeichert hat. Und dann nochmal versuchen, alles per Hand einzutragen. Wenn nicht, überlegt euch, habt ihr vielleicht das falsche Passwort genommen. Tauschgeschäfte abgeschlossen. Habe ich schon wieder ein neues Tauschangebot oder war das noch das alte? Da muss ich jetzt selber mal reingucken. Ja, ich habe nämlich wieder Karten gespendet bekommen vom lieben Güni. Ich danke dir nochmal an dieser Stelle. Ja, da muss ich euch doch was erzählen. Ich habe ein Turnier verloren. Tatsächlich habe ich verloren. Aber nicht, weil ich zu schlecht war. Ich hätte den Cup wahrscheinlich sogar ganz gut machen können. Es lag einfach daran, die erste Runde des Turniers lief total entspannt. Habe ich, soll ich ein Turnier? Los, kommt, ich mache mal ein Turnier mit. Die habe ich gewonnen. Locker. Innerhalb von ein paar Minuten. Auch mit dem Nachtwanderungsdeck. Das ich ein bisschen abgewandelt habe. Keine Angst, es ist nicht schlechter geworden. Es sind nur die Karten von Guini jetzt noch drin. Auf jeden Fall, ja, ich habe den Kampf gewonnen, recht schnell. So, bis die Zeit unter 10, also das letzte Mal habe ich bei 10 Minuten und 17 Sekunden Restzeit für diese Runde nochmal reingeguckt. Da war es nicht und dann bin ich rausgeflogen, weil ich ehrlich gesagt das Spiel dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren habe, weil sie halt wirklich gut 20 Minuten lang haben zwei Personen an einem Kampf gehangen. Und das fand ich dann schon ein kleines bisschen übertrieben, wenn man so ewig lange an einem einzelnen Kampf hängt. Daher, ja, wollte ich euch bloß mal erzählen, dass sowas auch mal vorkommen kann. So. Verpassen wir Evoli hier gleich mal den Powerschub. Und dann machen wir mal das, wofür dieses Deck bekannt ist. Übrigens auch danke für die Ass-Karte. Güni, du bist klasse. Dafür, dass du mir hier Karten gespendet hast. Aber an alle, die mir hier Karten für das Let's Play gegeben haben, die, bei denen ich mich aber, nur um das nochmal zu sagen, immer davon versichere. Ich könnte die jetzt mir wiederholen. Soll ich das machen? Kommt, ich mach das. Ich versichere mich immer davon. Ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich jetzt ein Fehler, das Fahrrad wegzuwerfen. Ich mach's trotzdem. Ich versichere. Ich möchte den Satz mal so bringen. Ich versichere mich immer wieder, dass die Karten auch wirklich nicht benötigt werden, die ich mir da aneigne, sage ich mal. Beziehungsweise ich nehme sie mir ja nicht einfach, die mir gespendet werden. Weil ich möchte nicht, dass mir jemand eine Karte gibt, die er vielleicht selber noch irgendwie gebrauchen könnte. Das will ich nicht. Das finde ich doof. Deswegen immer darauf achten, wenn ihr mir Karten spendet, dass ihr sie auch wirklich oft genug habt, dass ihr sie nie wieder braucht. Weil darauf lege ich wirklich Wert. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das werde ich jetzt nicht machen, weil sonst gehen mir am Ende nur meine Karten aus.
Ja, zermalmende Energie ist jetzt nicht wirklich stark, aber ich wollte jetzt auch nicht mit der Laubklinge zuhauen. So, sein Angriff macht 60 Schaden. Doch, ist ordentlich. So, der Hyperball. Jetzt ist halt die Frage, wie viel habe ich im Friedhof, also auf dem Ablagestapel? 7. 7, das macht 140, ne? Ja, müssten 140 sein. Ja, dann sollte ich dieses Mewtwo zerlegen. Wenn er mich jetzt mit Mewtwo umbringt, dann bringe ich ihn um. Und wenn er austauscht, dann bringe ich sein Mewtwo um, indem ich ihn mit dem Flordelis, den ich auch von Genie gekriegt habe, töte. Außer er macht das. Dann habe ich halt hier die, ne, Hinterteilskarte gezogen. Ich muss ja hier jugendfreundlich sein. Das ist furchtbar. Und er heilt sich. Ich krieg die Krise. Heilen ist mies. Ganz mies. Vor allen Dingen, weil. Ja, WhatsApp kann nicht angreifen. Außer ich ziehe jetzt eine gute Karte. Aber das war nicht die Karte, auf die ich gehofft habe. Nee. Mach ich nicht. Ich könnte mir jetzt noch ein Evoli holen und auf Flamara hoffen. Und das werde ich auch tun. Oder ich hole mir Mio. Mio ist, glaube ich, noch eine bessere Wahl. Weil damit habe ich jeden Angriff drin. Und dann kann das Vieh auch mal seinen eigenen X-Ball spüren. Wenn ich Energie und meine Stadionkarte. Ich versuche mich ja jetzt von den Yu-Gi-Oh!-Begriffen ein bisschen zu entfernen und stattdessen lieber mal, ja, normale Begriffe zu verwenden. In Anführungszeichen normale. Mein Mio will ich ihm aber jetzt nicht opfern. Das wäre schade. Wie viel Schaden macht eigentlich meine Nachtwanderung? Nein. Das werde ich jetzt nicht einsetzen. Wenn ich den jetzt mit meiner Nachtwanderung fertig mache. Nee. Ist zwar ein Nachtwanderungsdeck, aber man soll ja nicht immer Nachtwanderung benutzen. Hätte auch nicht so viel Schaden. Es hätte 160 gemacht und er hätte überlebt. Das würde jetzt garantiert nicht. So viel kann ich verraten. Anpassungsfähigkeit. Wegsball. 200 Schaden hat uns gereicht und wir haben den Kampf gewonnen. Yays. Turniersieg. Nein, so weit sind wir dann doch noch nicht. Aber 15 Coins plus, dass es der erste Kampf heute ist, gibt ordentlich was. Also es war nicht schlecht. Hauptproblem ist jetzt halt, dass wir auf die nächste Runde warten müssten. Eigentlich. Hat das noch nicht als unser Sieg gezählt? Sollte eigentlich unser Sieg sein. Und ich habe Skype nicht gemutet. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bin ein Depp. Soll ich euch das bis zum nächsten Kampf rausschneiden? Finde ich aber auch etwas merkwürdig, dass man den Sieger noch nicht sieht. Weil normal sieht man die immer, wer schon gewonnen hat, oder? Ja, auf jeden Fall, erster Platz kriegt zwei Booster Packs von denen, also Protoshock Booster Packs kriegt man zwei und ein zufälliges Booster Pack gibt es auch noch. Für den zweiten Platz gibt es ein Booster Pack von Protoshock und ein zufälliges und ansonsten gibt es nur Turniertickets und Tokens. Leute, ich mache hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns wieder, sobald das Turnier beginnt. So, Leute, ich wollte euch bloß mal einen kurzen Zwischenstand präsentieren. Ich warte jetzt schon 10 Minuten darauf, dass das Turnier weitergeht. Ich weiß nicht, ob das Ganze hier rumbackt gerade und deswegen die Runde einfach kein Ende findet. Oder ob irgendeiner sich mal wieder nicht bequemt, den Kampf zu beenden und so alle 15 Sekunden halt mal irgendeine Aktion durchführt, um weiterzumachen. Aber halt nicht gekickt wird, und zwar gerade so. Immer und immer wieder. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall, ihr seht, das Ganze hier dauert doch schon eine ganze Weile. Und ich krieg eine neue Nachricht von Troso. Hi, du bist live. Naja, live nicht, aber Troso, du weißt, wie ich es meine, ne? Außerdem stecken wir eh im Turnier fest. Ich wollte euch jetzt bloß mal einen Zwischenstand zeigen. Ich stelle mir vor, ich hätte das alles drin gelassen. Wenn ich hier wirklich alles, hier nichts rausgeschnitten hätte,
Ja, du bist famed, Rose. Du bist wirklich famed. Du bist famed. Du bist einer meiner älteren Abonnenten. Du bist famed. Du bist schon in frühen Tagen dieses Projekts hier aufgetaucht. So, aber ich würde sagen, ja, ich überlege, ob ich schneiden soll. So. Ja, mal gucken, was Droso sagt. Vielleicht sagt er schneiden, vielleicht sagt er nicht schneiden. Und ich überlege es mir am Ende. Das Problem ist, jetzt habe ich natürlich auch durch die Zeit, die ich jetzt hier abgesessen habe, total meine Uhr aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, ich hätte eigentlich meine. Ich müsste wieder mit Stoppuhr arbeiten. Wenn ich schneide, dann muss ich mir eine Stoppuhr stellen. Damit ich weiß, wie lange ich schon aufnehme und schneide. Aber es ist furchtbar hier. Dass es auch nicht weitergeht. Mal gucken. Ist es ein bekannter Bug, dass es nicht weitergeht? Schreibt mir, wenn es ein Bug ist, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Generell könnt ihr auch hier über den Button, glaube ich, Hilfe, könnt ihr auch einen Support anschreiben. Geht's auch irgendwie anders? Ich glaube nämlich nicht. Wenn nicht, auf der Seite findet ihr, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, ihr könnt natürlich mir die Frage stellen. Vielleicht kann ich euch helfen. Höchstwahrscheinlich kann aber auch Guinea oder Awesome Kind, die kennen sich mit dem Spiel noch ein bisschen besser aus als ich. Die können euch da wahrscheinlich auch helfen, aber das ist ganz gut. Okay, dann, ja, auf jeden Fall, falls ihr irgendwie Probleme habt, ihr könnt es posten. Ich werde versuchen, dann auch Hilfe anzufordern und zu gucken, ob irgendeiner einen Rat weiß, aber im Zweifelsfall geht mal auf die Pokémon Trading Card Game Seite, also von Pokémon Net ist es, glaube ich. Oder nee, Pokémon Com ist es. Okay, geht auf Pokémon Com und ja. Guckt mal, ob ihr da einen Support findet. Schreibt die mal an, weil wenn euch wirklich einer helfen kann, dann ist es der Support. Dafür sind die da, dafür werden die bezahlt oder halt auch nicht. Aber ich denke schon, dass sie bezahlt werden. Gut, Leute, ich cutte hier nochmal und wir sehen uns, wenn das Ganze hier wieder läuft. Bis gleich. So, Leute, ja, wir haben noch 7 Sekunden, ne? Das ist super. Das ist das. Ich wollte das jetzt drin haben, weil das erste Mal ist, dass wirklich die Rundenzeit abgelaufen ist bei mir. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das gerechnet wird. Und wer unser nächster Gegner ist. Ganz ehrlich, soll ich die. Los, kommt, Leute, die Zeit schneide ich jetzt auch noch raus. Ist mir wurscht. Bis gleich. So, gut. Dann machen wir jetzt direkt weiter mit der nächsten Runde. Ja, jetzt sollte eigentlich die nächste Runde starten. Ich hoffe es. Ich will es wirklich hoffen. So wie ich das sehe, buggt das nämlich gerade ziemlich hart rum. Spiel bitte beginn. Ich will spielen. Hör auf rumzubangen. Ist hier vielleicht Ticket Standard? Still bugging around. Oh. Das Fragezeichen gehört an Ende eines Fragesatzes. Ich darf es bloß nicht senden. Vermutlich aufgrund von Spam-Problemen. Also, dass man nicht spammen darf. Ja, Troso. Werde Neugen so geschrieben? Keine Ahnung. Diese Ing-Form mit Wörtern mit Y, das kann ich überhaupt nicht. Ich oute mich jetzt als sehr schlecht Englisch sprechender. Nicht so schlecht wie manche anderen Leute, aber schlecht. Gebe ich auch offen zu. Ich bin schlecht in Englisch. Ich war immer schlecht in Englisch
und ich werde es vermutlich auch immer sein. Aber es reicht zum Programmieren. Ja. Gut. Ich glaube, dann hat sich das mit dem Turnier auch erledigt, ne? Denken wir, meinen Preis kann ich abhaken. Das hat man schon gesehen, als hier nichts weiter ging für die nächste Runde, dass wir hier nicht an der Ecke sitzen. Ja. Ich glaube echt, das Spiel backt rum und wir haben Spaß darum. Für alle, die es jetzt nicht ganz so gut sprechen, Englisch, die... Soll ich das kurz mal übersetzen? Ist irgendwer, also mal ganz unten, dann übersetze ich das, was ich gerade geschrieben habe. Ist irgendwer gerade im Kampf? Oder spinnt das Spiel einfach rum, so grob übersetzt? Kein Kampf. Ich weiß nicht, was los ist. Dann kam von mir wieder... ich glaube, es ist einfach nur ein sehr nerviger Bug, also ein sehr nerviger Spielefehler. Haben wir... einfach nur unsere Tickets verschwendet. Ja, ich denke schon. Aber da sind Tickets im Überfluss. Wie schreibt man Überfluss? Overflow? Den gibt's wirklich, aber das ist in der Technik ein bisschen was anderes. There are enough tickets to waste. Also da sind genug Tickets zum Verschwenden. Ja, ich glaube, Trosos Antwort muss man nicht übersetzen. Troso spricht Deutsch. Glaubt man nicht immer, dass es auch deutschsprachige Leute gibt? Vor allen Dingen, was ich ja in letzter Zeit gerne mache, ist englischsprachige Let's Plays bei Nate Wants to Battle gucken, der ja derzeit krank ist. Deswegen wünsche ich ihm da sehr, sehr gute Besserung. Extrem gute Besserung. Die Gesundheit geht bei dir vor, Nate, auch wenn du mich wahrscheinlich mit keinem Wort verstehst. Und, doch, es gibt... Günni, du warst es, glaube ich, der auch Nate guckt, ne? Bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, du warst es. Du hast vielleicht mitgekriegt, dass Nate krank ist. Du weißt, was los ist, ne? Ja, ich wünsche ihm trotzdem alles Gute und... ja, ich möchte ja meine anderen Let's-Player-Kollegen auch unterstützen. Ich bin ja nicht so einer, der sagt, ich will alles für mich allein haben. Ich habe mir jetzt auch ein anderes Mikro gekauft. Ich konnte jetzt so ein bisschen plaudern. Und ja, wie gesagt... ne, ich bin niemand, der jetzt sagt, ist mir jetzt gerade egal, ich springe jetzt hier aus dem Turnier raus, ist mir wurscht. Ach. Ach so. Ja. Schön. Ich habe das Turnier verlassen, aber ich bin immer noch drin. Und die verbleibende Turnierzeit läuft immer noch. Ist mir aber gerade egal, ob ich jetzt verloren habe, auch wenn es als Aufgabe zählt, weil ich möchte hier noch mit euch ein bisschen was machen. Und, ja. Wo ist mein Nachtwanderungsdeck? Da. So, ich möchte noch ein Spiel mit euch spielen. Auf jeden Fall, ja, da wird jetzt auch am Sonntag ein Promotion-Video rauskommen, mit dem ich versuche, ein bisschen Geld wieder zu holen. Weil ihr habt, wer mich schon länger kennt, weiß, ich habe inzwischen, ich darf es gar nicht sagen, knapp 300 Euro für meine Mikros ausgegeben. Weil eins kaputt gegangen ist, das hat mich ja schon mal 100 Euro gekostet. Dann habe ich noch eins gekauft, das hat mich wieder 100 Euro gekostet. Das ist das, was ich jetzt habe. Und ich habe tatsächlich nur ein Pantimos, das ist furchtbar. Und ja, dann habe ich noch ein Mikro jetzt gekauft für 80 Euro. Für das ein oder andere Gruppen-Let's Play, ja, ein Konferenzmikro. Und da mich die Kosten langsam auffressen... und ich mit YouTube auch nicht genug verdiene, um das in meinem Leben wahrscheinlich irgendwann wieder auszubeulen. Sag mir nicht, der hat... nee, der hat keinen Nachtwanderungsdeck, das wäre etwas merkwürdig. Wenn der da Ausfall hat.
So, dann schmeißen wir als erstes mal hier unsere komischen Lampen wieder raus. Laterno. Laternecto. Entschuldigung. Ich hab's mit Namen nicht. Wer mich kennt, der weiß das. Der weiß das sehr, sehr gut. So, soll ich meine Energie wegschmeißen? Oder bevor ich sie wegschmeiße, kann ich. Der Pantibos bringt's eigentlich nicht, wenn ich dem die gebe. Deswegen alles weg und alles neu. Und da haben wir ein Mio. Bei Mio ist das schon mal sehr viel besser. Das kriegt nämlich hier gleich mal die Energie. Ja, das braucht es nicht unbedingt. So, auch wenn ich nur eine Karte ziehe, ist mir das recht. Das Vieh mache ich auf jeden Fall platt. Und dich kriege ich auch ein. Oh, Vergeltung. Könnte uns sogar hilfreich sein. Wenn er nämlich das hier zerlegt, unser Phantimos, dann machen wir den mit Vergeltung einfach fertig. Problem ist, das kann uns durch unsere Schwäche dann am Ende ein bisschen reinreißen. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber es könnte sein. Also kriege ich hier gerade Chatnachrichten, im Hintergrund blinkt bei mir alles. Ihr wisst ja, dass ich das immer im Fenstermodus spiele. Ja, mach's fertig. Ist nicht schlimm, wenn er es fertig macht. Ist echt nicht schlimm. Und jetzt haben wir sogar ein Nachtwanderungs-Pokémon, was mich sehr freut. Muss ich sagen, ist toll. So, jetzt benutzen wir nämlich das. Holen uns erstmal ein paar neue Karten. So, dann den als erstmal wegschmeißen. Und ja, ich schmeiße noch ein End. Na, ich hätte eigentlich das Dimensionsteil wegwerfen können. So, jetzt ist halt die Frage, wen hole ich mir auf die Hand? Ich glaube, ich hole mir ein Flamara. Ich hätte mir eigentlich zwei Pokémon holen sollen und dann das machen, egal. War doof, aber gut, was soll's. Anpassungsfähigkeit, yes. Ach so, nee, Moment. Dann setzen wir jetzt einfach mal Nachtwanderung ein. 200 Schaden. Das ist doch mal ordentlich. Ich hätte auch Vergeltung eigentlich einsetzen können. Das ist wurscht. Es ist eigentlich wurscht, was wir einsetzen. Und 100 Schaden, damit kriege ich das Vieh sogar platt. Dann kriege ich jetzt wahrscheinlich alles platt. Das ist jetzt doof. So ein bisschen. So ein bisschen doof ist es. Jetzt muss ich mir nämlich wieder Energie zulegen. Ja, welche Karte soll ich mir denn holen? Nee, das lohnt nicht. Soll ich N nehmen? Kriegt da eine Karte W? Achso, nee, die Energie. Moment, das muss ich anders machen. Dann mache ich das so. Aktiviere jetzt N, auch wenn es mich halt ein bisschen was kostet. Ist mir jetzt aber wurscht. Das war falsch. Das war nicht das, was ich wollte. Das kriege ich erstmal das hier. Ich wollte ja eigentlich Energie haben. Aber gut, zermalende Energie. Mal gucken. Rache wird jetzt uns ja nicht umbringen. Okay, das kann uns umbringen im schlimmsten Fall. Wenn es so schlecht läuft, wie es gerade läuft. Es läuft echt nicht gut. Tja, leg alle Energie dran und tausch aus. Aber ich kann ihn ja zurückholen, das ist das Schöne. Und dann kann ich ihn umbringen. Und jetzt wach auf, ja, sehr schön. Er hat jetzt auch mehr Energie dran, das ist unser großer Vorteil. Dann komm zu mir zurück, mein Freund. Dann holen wir uns gleich nochmal zwei Karten. Und noch eine Karte. Legen die an unser Nachtwanderungs-Pokémon an und hauen jetzt mal richtig hier auf den Putz. Auch wenn wir Schaden nehmen, wir geben nicht kampflos auf. Wir geben überhaupt nicht auf, aber wir gehen auch nicht kampflos. Wir kämpfen hier mit allen Mitteln und machen den fertig. Vor allen Dingen, Nachtwanderung ist ja jetzt schon stark genug, um die alle niederzumähen. Das ist das Schöne. Nachtwanderung ist jetzt richtig heftig. Also danke für die Karten, Gyni, und danke für das Deck. Awesome Kind und danke an alle Zuschauer, die das hier sehen. Muss ja mal einer sagen. Der wird wahrscheinlich dann austauschen wollen. Ob es ihm was nützt, bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Ja, das Gift wird uns jetzt leider nächste Runde zerfressen. Das kann ich aber jetzt gerade nicht ändern. Ja, ich weiß, dass ich dann weniger Karten habe. Ist mir aber gerade wurscht. Ist jetzt die Frage, was mache ich? Ich mache jetzt mal was Unseriöses. Es ist vielleicht. Es mag doof sein.
Es ist sehr wahrscheinlich das Dümmste, was ich je getan habe. Aber ich mach's trotzdem. Obwohl. Lass mich mal was testen. War das doof? Das war doof. Ich kann mich nämlich nicht zurückziehen. Gut, in dem Fall kriegt's Flamara. Gut, dann müssen wir hier nochmal Schaden machen und gehen in die ewigen Jagdgründe ein. Wie viel Schaden macht das Vieh? 30. 30 ist zu viel. Dann müssen wir jetzt Energie ziehen. Wenn wir Energie ziehen, können wir den platt machen. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. Auch wenn wir noch nicht am Zug sind. Das ist egal. Wir haben ein Problem. Gut, unter Umständen könnten wir gewinnen. Verlieren, meine ich. Wir könnten gewinnen. Ja, wir könnten auch gewinnen. Unter Umständen könnte beides passieren. Wir gewinnen und verlieren. Zeigt gleich. So, Flamara, jetzt musst du hier Power geben. Hau raus. Erstmal nochmal Nachtwanderung aufpowern. Keine Energie. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Energie im Deck habe. Das ist das nächste Problem. So, ich muss jetzt einfach Karten loswerden. Wahllos. Ja, welche nehme ich denn? Kann ich mir noch ein Fahrrad nehmen? Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich das mache, wenn ich an Energiekarten rankommen will. Und da ist einer. So, Flamara, jetzt zeig mal mit der Rache hier. Räche dich an dem Vieh. Für alles, was es dir angetan hat. Ich hoffe mal, er zieht keine Energie, sondern noch ein Pokémon. Wir haben noch 6 Karten im Deck. Aber er hat es ans falsche Pokémon angelegt. Wenn wir jetzt beendet haben... Achso, kacke, er kann die ja trotzdem angreifen. Bin ich doof. Ich bin doof, okay. Das wird vermutlich unser Ende sein, weil er kann mit 30 Schaden angreifen. Ne, er kann mit 20 Schaden angreifen und vergiften. Gut, das reicht auch. Dann machen wir den einfach gerade kalt. Schaden ist ja zum Glück gestiegen. Kriegen 2 Karten und verlieren zwar, aber wir verlieren mit Ehre. Und das ist das Wichtigste. Das macht es jetzt auch nicht mehr. Außer ich dürfte austauschen. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, ihr schreibt mir nochmal, was ihr von dem Turnier gehalten habt. Das auch, wenn auch ein bisschen komisch, ich weiß jetzt auch nicht, wie lang der Part ist, weil ich habe mehr als 20 Minuten rausgeschnitten. Nee, ich habe mehr als 20 Minuten rausgeschnitten. Gut, Leute, mit diesem schönen Bild hier im Hintergrund lasse ich euch zurück. Lasst mir jetzt Kommentar da, macht ein bisschen Werbung für mich, Daumen nach oben da lassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Trading Card Game. Vielleicht wieder mit funktionierenden Turnieren. Bis dann.